Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um, ich lasse euch einfach mal selber erraten, um was es heute geht. Weil ich habe hier einen Hut, ich habe hier eine Pizza. Um was geht es wohl? Martin! Hä, was? Nahrung? Ja, so ungefähr, es geht um Pizza Hut. Schlüpfer. Ich möchte heute mit euch zusammen 24 Stunden lang mich nur von Pizza Hut ernähren. Ich weiß nicht, ob Pizza Hut jeden von euch ein Begriff ist. Pizza Hut war jahrzehntelang der Marktführer in Sachen Pizza und Menschen. Oh. Weil da kann man beides haben, Pizza und man kann auch gleichzeitig Menschen essen. Ist cool. Warum das heutzutage nicht mehr so ist? Wie lecker Pizza Hut schmeckt. Wie viel Pizza ich in 24 Stunden essen werde. Das alles werden wir in diesem Video heute herausfinden. Allerdings habe ich in diesem Video viel mit euch vor. Ich möchte nicht nur in Deutschland mit euch Pizza Hut besuchen, sondern ich werde sogar in fremde Länder fahren. Ich werde probieren, in diesem Video zu vielen Pizza Hut Filialen zu gehen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Aus dem Grund, dass ich in diesem Video eure Likes wieder verdienen möchte. Damit meine ich, dass ich pro Pizza Hut Filiale, zu der ich gehe und wo es esse, 1000 Likes von euch bekomme. Und da Pizza Hut in Deutschland jetzt auch nicht geisteskrank viele Filialen hat, wird es wahrscheinlich extrem ausarten. Wir starten das Video aber nicht in Hamburg, sondern in Aachen. Ja, ich befinde mich gerade wirklich in Aachen, sogar mitten in der Innenstadt hier. Und warum und weshalb ich gerade in Aachen das Video jetzt starte, das erkläre ich euch gleich, ihr Schwein. Lasst uns erstmal das Video starten, weil es ist jetzt 12.21 Uhr und bis morgen 12.21 Uhr muss ich mich jetzt 24 Stunden lang von Pizza Hut ernähren. Und für jeden Pizza, bei dem ich mit euch zusammen esse, kriege ich 1000 Likes von euch. Das heißt, ich will ordentlich welche mitnehmen. Es wird auch in ein anderes Land noch gehen. Das wird auch ganz, ganz geil. Und ich muss fressen, fressen und fett werden. Allerdings gehen wir jetzt in Aachen zu unserem ersten Pizza Hut. Der befindet sich in diesem Aqua Plaza Einkaufszentrum. Einkaufszentrum war mit ein Grund, warum ich das Video jetzt in Aachen starte. Alter, was hat denn Aachen für eine unfassbar geile Food Lounge hier. Wir wollen aber zu Pizza Hut. Hier seht ihr die Pizzen jetzt. Boah, sind die dick. Unsere ersten beiden Stücke von Pizza Hut. Ja, sehen die lecker fettig käsig aus. Das Besondere bei Pizza Hut ist ja dieser amerikanische Style. Dieses fettige, dicke, abartig geile. Ich liebe zwar italienische Pizzen, aber dieser amerikanische Style, der muss auch manchmal einfach sein. Ich habe eine Frage an euch. Wart ihr schon mal bei Pizza Hut? Freut mich, dass du fragst. Ja, danke. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Aber ich will jetzt unbedingt dieses Margarita-Stück haben. Guck mal, wie die aussieht. Da wurde wirklich richtig reingebrannt. Oh Gott, das Ding besteht nur aus Käse und Teig, Alter. Ist das fettig, Mann? Aber ist das lecker. Ich muss über in dem Zuge was gestehen, ihr Fettsäcke. Und zwar, ich bin Jungfrau. Erkenne die Jungfrau. Ja, ihr habt sie erkannt, Alter. Ihr müsst nicht weitersuchen. Was Pizza Hut angeht, bin ich halt wirklich komplett kacke. Ich war letzte Woche einmal wieder bei Pizza Hut und davor vielleicht einmal in meinem Leben. Weil Pizza Hut war einfach nie so krass auf meinem Schirm, weil es einfach in meinem Kosmos damals nicht so richtig existiert hat. In Hamburg, wo ich auch lebe, gibt es ja auch irgendwie so 2, 3 Stück. Aber Pizza Hut ist geil eigentlich. Es ist wirklich, wie sie ihr vorstellt. Purer Fett einfach nur. Auf so einen Teil komplett Käse überbacken. Sieht dieses Salamistück eigentlich so unwiderstehlich aus, wie viel Käse hier einfach drauf ist. Das ist cool, das ist ein Salami. Das ist ein fettiger Vater, aber ich muss echt sagen, es schmeckt. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh, wichtiger Randtest, ne? Und dieser Randtest sollte was ganz Besonderes sein. Pizza hat seine Pizzakruste patentiert. So besonders soll sie sein. Bevor wir jetzt zu unserem zweiten Pizza Hut des Tages jetzt fahren, muss ich euch jetzt mal sagen, Leute, ich habe dieses Video hier am Samstag schon angefangen zu drehen. Ich war schon bei 2 Pizza Huts in Hamburg, habe es mir richtig schmecken lassen. Zum Start habe ich mir jetzt... Das Problem ist allerdings, ich stand Sonntag vor einem Einkaufszentrum und da stand auf der Webseite geöffnet. Einkaufszentrum war geschlossen, also kam es gar nicht rein. Och, Digga, Leute, die haben mich komplett kaputt gemacht. Online steht, in diesem Einkaufszentrum soll es ein Pizza Hut geben. Er ist geöffnet. Hier steht jetzt aber, sonntags geschlossen. Hä? Und dasselbe Problem hatte ich mit anderen Pizza Huts, dass die immer ganz oft in Einkaufszentren sind, wie der erste heute in Aachen, und das Einkaufszentrum geschlossen hat. Das heißt, das Video war völlig im Arsch, weil ich gar keine Pizza kriegen konnte, weil alles ja geschlossen war. Deswegen bin ich jetzt nach Aachen gefahren, weil ich zu Ju gefahren bin. Weil ich noch bei mitgedreht habe bei dem Hauptvideo ein bisschen und dachte mir, ey, ich bin jetzt in Aachen. Wisst ihr was, wir ziehen jetzt das Video durch, weil Aachen eine Goldgrube. In der Nähe ist wirklich alles. Es gibt so viel zu erkunden, so viel zu machen. Und ich ganz ehrlich zu euch bin, Leute, ich wollte mit euch nach Polen. Allerdings wäre das eh schief gegangen, wenn ich über die Grenze von Polen gefahren wäre. Oh, wo ist mein Auto und wo ist meine Hose? Habt ihr gesehen, was für ein geiles T-Shirt Evanjo in der Vergangenheit anhatte? Dieses geile Pizza-T-Shirt, passend zum Pizza-Video, gibt's im evanjo.de-Shop. Dazu gibt's noch andere T-Shirts mit anderen Motiven. Ja, geile Hoodies, kurze Hosen, alles, was dein Schweineherz begehrt. Jetzt auf evanjo.de. Die beste Entscheidung meines Lebens. Und aus dem Grund, Leute, ist Polen leider raus. Also der Plan, den ich eigentlich hatte, war nach Berlin, dann nach Polen. Das war's gestrichen. Neben Aachen sind wirklich verschiedene Länder. Und wir fahren jetzt in eins davon. Könnt ihr mal raten, welches ist. In der Nähe ist zum Beispiel Niederlande, daneben ist Belgien, Frankreich, aber auch Aserbaidschan. In welches Land wir davon fahren, müsst ihr selber erraten. Mal gucken, ob es irgendeiner von euch sehen wird. Verrate es euch vielleicht am ganz, ganz, ganz zum Schluss im Video. Sogar nach der Verabschiedung verrate ich es euch vielleicht. Ah, vielleicht errät schon jemand vor in den Kommentaren.
Ich bin jetzt in dem Land gelandet, Leute, wo wir lecker schmecker Pizzat ausrauben werden. In diesem Land ist Pizza unfassbar beliebt. Ja, die sind verrückt nach Pizzat. Guck mal, ein ganzes riesiges Restaurant. Ja, unser zweiter Pizzat gefällt mir. Die Pizzat ist in diesem Land ja völlig anders. Hier gibt es einfach Spare Rib. Ich habe auch noch nie einen Pizzat gesehen, wo man einfach so in die Küche reingucken konnte. Ein Pizzastück reicht mir nicht mehr. Ach, wie wäre es mit einer ganzen Pizza? Thunfisch habe ich genommen. Weil ihr wisst ja, Thunfisch ist meine Lieblingspizza. Mal gucken, wie Pizza da abschneidet. Er hat es wirklich komplett frisch vor meiner Nase zubereitet. Wir kriegen diesen geilen Käseeffekt. Wow. Warum hat er denn Oliven drauf gemacht? Wer will bitte Oliven auf seiner Pizza? Natürlich habe ich mich nicht lumpen lassen, ihr fetten Schwein. Und hab natürlich Käse, bitte Käse. Oh ja, da seht ihr den Käse im Rand. Wir waren ja gerade noch in Deutschland, ne? Da hat der Teig komplett anders geschmeckt als hier. Hier schmeckt es gefühlt so ein bisschen italienisch. Ey. Na, mit Deutschen? Du bist einfach fette Schweine. Double Piece. Aber das ist echt lecker. Also der Teig ist voll geil. Ich habe mir schon mal gefragt, für was ist die Scheiße hier? Du drückst das, glaube ich, hier rein, damit du es besser rausziehen kannst. Oh. Kurz zur Erklärung, man kann bei Pizza Hut, das wusste ich selber aber gar nicht im Moment, zwischen drei verschiedenen Teigsorten wählen. Einmal den klassisch oder auch den Pan-Style. Der Pan-Style ist das, was Pizza Hut so besonders macht, dieses fette amerikanische. Und ich habe anscheinend außersehen klassisch genommen in dem Moment. Trotzdem war es aber geil. Also ihr Schweine, wir waren jetzt bei zwei Pizza Huts, das heißt, ihr rückt mal die 2000 Likes jetzt raus. Es ist jetzt schon 16 Uhr, wir fahren aber jetzt ins Landesinnere. Also wir gehen jetzt mehr rein in den nächsten Pizza Hut. Hallo Nummer 3. Wie in Amerika, Leute. Ein richtiges Pizza Hut-Gebäude. Viele Pizza Huts in Deutschland morgen auch noch mitnehmen werden. Immer alle im Einkaufszentrum. Das ist so cool, dass es hier so ein richtig Gebäude-Pizza Hut ist. Aber ich bin ehrlich zu euch, wir werden noch genug Pizza essen. Wisst ihr vielleicht, ob Pizza Hut noch irgendwas anderes außer Pizza hat? Warte mal. Ich guck mal kurz in meine Arschritze. Alter! Danke für den Tipp! Digga, das ist halt so ein richtiges Restaurant hier in dem Land, wo ich halt bin. Ich hab eine Pizza-Box für euch. Das gibt's anscheinend nur in diesem Land hier. Ihr habt eine Pizza. Kebabfleisch drauf, meinten die. Ah, ob das wirklich jetzt Döner in die Richtung geht? Schmeckt das schon wieder irgendwie komplett an. Ist das käsig? Der Teig ist auch unfassbar weich. Dazu die Brownie? Alter, kriegst du ja viel für dein Geld. Boah, kann nicht sein. Das ist nicht Pizza, das ist nur getarnt oder so. Dass der Brownie bei Pizza so lecker ist. Ah. Dann habt ihr hier Chicken? Ich schätze mal, so ein Käse gefüllt. Oh, ist das wieder frisch gemacht. Chicken Nugget, nicht mit Käse gefüllt. Hast du hier Knoblauchbrot? Boah, wow, so lecker. Und du hast hier Country Potatoes. Alter, ist das alles so brennend heiß? Richtig heiß. Ja, okay, Leute, ihr habt mich. Guckt ihr einmal rum, ich gestehe es euch. Es ist nicht Aserbaidschan. Was? Was? Aber da vorne ist der nächste Pizza. Ich habe Bock auf eine richtig kranke Scheiße, weil wir haben jetzt herausgefunden, bei Pizza gibt es nicht nur Pizza. Hier gibt es ja wirklich geisteskranken Scheiß, den man sich kaufen kann. Okay, Leute, ich tue es mir jetzt an. Ich werde jetzt genau das hier bestellen. Was, ihr Schweine? Dafür habe ich jetzt 10 Euro bezahlt für so eine kleine Tüte. Ah, wie klein ist das denn? Ist doch Durchschnittsgröße. Ich habe es wirklich getan. Ich wollte mal verrückt sein. Mal crazy sein. Ihr kennt mich doch. Ich bin eine richtig Verrückte. Spaghetti Bolognese bei Pizza Hut bestellt. Das sieht wirklich genau so aus. Geschmacklich keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Was? Guckt euch das mal. Okay, das habe ich jetzt null erwartet. Du machst das auf und da ist einfach eine Käseschicht. Es ist alles mit Käse überbacken. Okay. Alter, ich bin jetzt sowas von gespannt. Wow. Okay, da ist wirklich eine komplette Käseschicht drüben. Aber unten ist dann kein Käse. Das ist ja wieder Quatsch. Ne, aber es ist nicht mit Spaghetti, sondern mit Penne. Riecht eigentlich gar nicht schlecht. Ey, kacke. Jetzt mal wirklich, wollte ich mich verarschen, Leute. Schmeckt wirklich bei Pizza Hut Bolognese lecker, oder was? Okay, das ist jetzt kein Hammer-Mama. Wenn meine Mutter das machen würde, wäre ich schon so Mama. Dieser Käse batzt einfach. Das ist halt Pizza Hut, ne? Da kriegst du alles geil mit Käse. Oh Mann, was ist denn? Also von daher, ich sag Pizza Hut. Bolognese kann man in schweren Zeiten machen. Oh, ihr Schweine, langsam werde ich auch echt brutal satt von Pizza Hut. Aber das Coole ist jetzt, wir sind bei der geilsten Pizza Hut-Filiale gelandet, bis jetzt in diesem Video. Die ist gigantisch groß, sieht hammermäßig aus. Und diesmal will ich im Restaurant drin mit euch essen, weil das ist eigentlich das Besondere an Pizza Hut. Ich erkläre es euch mal. Ich nehme irgendeine Funktion, die einfachste ist sicherlich eine lineare Funktion. Au! Die Auswahl ist ja gestört von Nuggets, Wings, Nacho. Weil das Besondere bei Pizza Hut ist die Pan-Pizza. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, ich kann nicht mal identifizieren, was für eine Sprache das ist. Ist das Englisch? Wie amte de Buche se rebon? Wenn man Pizza Hut bestellt, kriegt man halt noch so eine leckere kleine Pfanne und das hat einen ganz bestimmten Grund. Besonderer an Pizza ist der Pan-Teig. Teig, aus dem die Pizza gemacht worden ist. Aber was bedeutet Pan-Teig? Du fette Schwein schon raushörst, ne? Pan heißt ja auch im Deutschen übersetzt Pfanne. Die Pizza wird in einer Pfanne gemacht. Dadurch soll es außen knusprig werden. Das testen wir mal kurz. Und innen drin lecker fluffig. Und das ist das Besondere, wo Pizza Hut wirkt, dass sie diesen Pan-Teig anbietet. Deswegen wollte ich unbedingt mit euch zusammen jetzt hier bei Pizza Hut essen. Hast du die Pizza sogar noch in dieser Pfanne vor? Ich habe jetzt mal eine kleine Barbecue bestellt. Und was kann jetzt diese Barbecue-Pizza hier? Oh, das ist einfach purer Fett. Barbecue-Sauce getunkt, das alles mit Käse überbacken.
Alter, guckt euch das mal an, ich habe gerade hier ein Stück rausgenommen. Ist das purer Fett, den ihr einfach nur frisst? Soll ich sagen, Leute, ich opfer mich wieder für euch. Nein, ich bin gar nicht so ein Barbecue-Fan, aber hier ist die echt lecker. Okay, das war ein Fehler, Leute. Ich habe gerade noch eine Cola getrunken. Boah, nach diesem ganzen fetten Cola ist keine gute Idee. Oh Gott, Leute, 5 Pizza Huts. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Ne? Also es ist wirklich langsam, wirklich brutal fett. Gerade die Barbecue-Pizza hat echt abartig reingeknallt. Keine Sorge, es schmeckt so es nicht, aber es ist halt... Digga, versteht das doch? Hast du gesehen, wie viel Fett da geflossen ist? Ich als fetter Mensch kann das Problem nicht verstehen. Wir schweinen Notfallkrisengespräch. Wir müssen ins Auto. Ihr werdet nicht glauben, was ich gerade herausgefunden habe. Pizza all you can eat. Nein. Deutschland habe ich das noch nie gesehen. Hier soll es eins geben. Ich habe so Plakate gesehen, da stand einfach Pizza-Buffet. Da dachte ich mir so, Moment. Mal Buffet heißt ja irgendwie so all you can eat, ne? Von 12 bis 14 Uhr gibt es bei Pizza bei einigen auserwählten Filialen ein Pizza-Buffet. Das heißt, du kannst 2 Stunden so viel fressen, wie du willst, für 12,50 Euro. Alter, das ist ein unfassbar geiles Angebot. Deswegen müssen wir das eigentlich morgen früh wahrnehmen, bevor wir dann nach Deutschland fahren und da noch Pizza-Huts mitnehmen. Also, bitte. Mein Ziel persönlich, sage ich euch ehrlich, sind schon so 10 Pizza-Huts. Das wäre richtig, richtig geil. Wir sind jetzt bei der Hälfte. Klar, wenn es mehr wird, geil. Wenn es wenig wird, das ist nichts gut. Es wird Zeit für unsere Nummer 6. Oh ja, du Schwein, wir sind schon mal 6 Stück. Das heißt 6000 Likes. Und der ist natürlich wieder so richtig geil, riesig. Wirklich, das ist wieder ein ganzes Restaurant. Das hat richtig Amerika-Vibes. Als in Amerika war, waren die Pizza-Huts genauso riesig und dick. Ich habe immer gefragt, warum Pizza Hut in Deutschland nicht so erfolgreich ist. Also, es gibt Pizza Hut, wisst ihr, was ich meine? Aber so richtig, so an jeder Ecke gibt es irgendwie auch keinen. Aber hier gefühlt wird Pizza Hut zelebriert, als ob so eine geile von Germany's Next Top Baby. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass in Deutschland, ihr wisst selber, Digga, an jeder geilen Ecke gibt es einen richtig hammermäßigen Italiener. Und irgendwie kommt mir hier so, dass vielleicht die italienische Küche hier nicht so geil rübergeschwappt ist und Pizza sich einfach mehr durchgesetzt hat. Oder dieser amerikanische Fettsack-Flair ist in Deutschland einfach nicht so beliebt. Da lieben wir Deutschen einfach unsere Pizza eher dünn und nicht so käsig? Nein, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich morgen das Buffet sein. Alter, hier ist sogar Pizza Hut eingraviert in den Türen. Ich finde Pizza Hut in Belgien sowas von geil. Meine überraschende Pizza Hut Bestellung habe ich jetzt hier in der Hand. Ich zeige es euch ganz schnell. Aber die essen jetzt nicht auf dem Rastplatz. Aber auch jetzt nicht im Auto. Sondern die essen wir in... Das ist was in einem Whirlpool einfach mal. Hey, komm mal her. Hier ist der Whirlpool. Hier ist der Whirlpool. Komm mal rein. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Luxusschwein. Dieses Apartment hier mit einem Whirlpool. Einfach mitten mit so einem richtig schönen Ausblick auf eine gewisse Stadt. In einem gewissen Land. Habe ich teilweise rabattiert bekommen. Dachte mir, ey, da musst du zuschlagen. Ist ja wirklich nicht so teuer. Aber ich denke mir, im Whirlpool jetzt noch Pizza Hut fressen. Ich habe mir was ganz Besonderes hier geholt. Da schau dir das mal an. Die hatten da Chicken Strips, ne, heißen die. Trocken, aber an sich geht auf jeden Fall schlechter. Aber da gab es auch Nachtisch, weil ich dachte, das Richtige im Whirlpool ist ein Schokomousse. Ah, oh, sieht das himmlisch lecker aus. Wow, wow. Wow, scheiß auf den Löffel. Das ist lecker. Ich muss mal kurz zurück in die Vergangenheit, weil ich euch eine wichtige Frage beantworten muss. Aber wusstet ihr eigentlich, dass Pizza einfach älter als Monte ist? Ja, England, London ist doch das gleiche, Digga. Pizza gibt es seit 1958, nur 2 Jahre jünger als McDonald's. Das ist ja wirklich gestört. Aber warum hat es so einen anderen Weg genommen als zum Beispiel McDonald's? Leider schließen extrem viele Filialen derzeit in Amerika, was Pizza angeht. Und Pizza geht gerade ein bisschen den Bach runter. Aber woran liegt das? Und wie ist die Entstehungsgeschichte von Pizza? Wie wurde das eigentlich erstmal alles so groß und so weltweit bekannt? Das erzählt euch die Autobahn. Pizza wurde 1958 gegründet von Dan und Frank Carey. Das Besondere damals war, schaut euch mal an, wie Pizza damals aussah. Es war so ein rotes Backsteinhaus. Bis 1973 gab es dann immer mehr modernere Filialen, die wirklich auch wie richtige Restaurants aussahen. In dem Design, was ich heute schon zum Beispiel in dem Video gezeigt habe. Das Besondere und Coole bei Pizza war immer, sie hatten immer neue Innovationen. Pizza hatte nicht genau diesen Slogan, wo sie gesagt haben, hey, wir sind Pizza und machen das und das. Wie McDonald's mit, ich liebe es. Oder Burger King mit, wir machen dich dick. Sondern Pizza war immer das Besondere. Sie hatten zum Beispiel verrückte Kreationen. Die waren einer der ersten, die ihren Rand da patentiert haben. Das mit dem Cheesy-Rand zum Beispiel teilweise auch von Pizza hat. Sie waren auch einer der ersten, die so eine gigantische Mega-Pizza gemacht haben. Also der Erfolg von Pizza war zwar dieser Pan-Style der Pizza, aber gleichzeitig auch die immer frischen und neuen Innovationen. Pizza war wirklich gigantisch groß. 1970er, 80er Jahren hatten sie schon fast 2000 Filialen. Pizza war eigentlich eine richtige Erfolgsgeschichte. Typisch amerikanisch. Von 2 Studenten bis zu Millionären. Aber was ist dann passiert? Genau die Leute, die damals Pizza so bekannt gemacht haben durch die ganzen Innovationen, haben teilweise gekündigt oder sind leider verstorben. Und dazu kommt ein richtig dicker Schnitzer von Pizza war, lange Zeit nicht mit dem Trend zu geben. Während Domino's oder Papa Joe, eine sehr große Fastfood-Kette, die es in Amerika gibt, dieses Bestellen auf dem Handy wirklich perfektioniert haben, hat Pizza übelst hinterhergehangen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass nur 10% vom Umsatz richtige Restaurants machen? Den Rest macht alles Bestellungen. Und da hat Pizza übel verschnarcht. Das probiert alles nachzuholen, indem sie zu viele Filialen umfunktionieren zu nur noch Bestellfilialen. Aber ob das alles wirklich noch so klappt, wird die Zeit zeigen. Ich würde es sehr, sehr schade finden, weil ich finde, Pizza ist auf jeden Fall cool und hat eine Daseinsberechtigung. Aber jetzt geht's für euch mal ein Gesundheitsupdate. Ich war, seitdem ich das Video aufgenommen habe, beziehungsweise besser gesagt, seit heute Morgen nicht einmal auf Toilette. Das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig. Jeder normale Mensch sollte mindestens einmal am Tag auf Klo gehen. Ich habe irgendwie Angst, dass diese Pizzen nicht in meinem Magen so versammeln und irgendeine Revolte gegen mich starten wollen. Und damit guten Morgen, ihr Schweine. 9 Minuten müssen wir jetzt hier auschecken. Ich muss immer noch nicht auf Toilette. Dann sucht ihr bitte Hilfe. Und ich bin bereit fürs All You Can Eat.
Und hier kriegen wir jetzt hoffentlich Pizza. Unsere Nummer 7, wieder so ein richtig geiles Häuschen. Ich feier Pizza in diesem Land. Schweine, das ist halt wirklich das Buffet, das du jetzt hier kriegst. Du kannst dir Salat auswählen, so wie du möchtest. Allerdings wird hier auch Pizza immer wieder nachgeliefert. Und du kannst dir einfach Pizza nehmen, auf die Bock hast. Zum Beispiel gibt es Margarita. Ich sehe da, die wir gestern gegessen haben, mit Barbecue. Salami sehe ich auch. Oder auch mit Paprika und Pilzen. Irgendeinen Grund will die niemand haben. Ist das eventuell Hawaii? Käse ist hier auf jeden Fall. Und daneben ist noch ein schönes Salami-Stück. Und das Geile ist, Leute, in diesem All-You-Can-Eat ist alles inbegriffen. Auch zum Beispiel ein Drink. Du kannst hier ständig so oft nachfüllen, wie du willst. Siehst du, nimmst einfach hier einen Drink. Na, ihr werdet es nicht glauben, ich habe so viel Auswahl. Aber Leute, ich muss Wasser nehmen, sonst platze ich, weil ich so dicht bin. Hier, kannst du was nachladen. Alter, ist das Wahnsinn. Pizza All-You-Can-Eat, das hatte ich ja noch nie. Boah, ist das brutal. Du nimmst ein Biss, ne? Deine Lippen sind voller Fett. Warum wollte niemand diese Pizza haben? Ja, das ist wirklich Pizza Hawaii. Aber das krasseste bei Pizza hat, die ist so voller Käse und Fett. Das sieht trotzdem irgendwie schmeckt. Den Salat muss ich leider völlig ignorieren. Ich will wirklich nur die Pizza. Wir holen uns das Nachschlag. Wer ist mit der Pizza? Ein Nachschuss könnte man nicht schauen. Und noch ein bisschen Wasser hinterher. Also, nur der Hammer, ja. Bis jetzt meine Lieblingspizza wirklich in Deutschland gewesen. Und zwar dieses eine Salami-Stück in Aachen. War so hammermäßig lecker. Wow. Aber hier auch echt gut. Glaubt ihr, im All You Can Eat ist auch noch Nachtisch inbegriffen? Schokosauce, Lakes, hier. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach nehmen durfte, aber hat keiner was gegen gesagt. Ich meine, wenn All You Can Eat, dann bitte alles zum selber machen. Die Pizza sprengt doch wahrscheinlich alle Kalorien. Also laut Pizza Hut, du kannst sogar auf die Webseite gehen und da gibt es ein ganzes Dokument, das ihr sehen kann, hat eine Margarita Pizza 1210 Kalorien, alter Schwede. Absolute Brecher ist aber die Cheese Lover Pizza mit 1,5 Kalorien. Das ist ja, oder Mac and Cheese ist auch sehr böse. Auch mit über 1,5. Alter Schwede, die knallen mal richtig rein. Boah, war das geil, ihr Schwein. Ich habe gerade All You Can Eat Pizza gegessen. Das für 12,50 Euro. Hammermäßig. Das war auch unser 7. Pizza. Vielleicht 7000 Likes habe ich schon von euch. Aber ich würde sehr gerne die 10 voll machen. Und wir können jetzt einen perfekten Vergleich ziehen zwischen Pizza in diesem Land hier und Deutschland. Weil wir müssen ja zurück nach Deutschland Richtung Hamburg gehen. Auf dem Weg müssen wir mindestens noch 3 Pizza mitnehmen, damit wir wirklich noch die 10 voll kriegen, ihr Schweine. Okay, scheiße. Ich habe gerade gemerkt, das Eis hat sie mir doch berechnet. Frech von Pizza. Hat. Alter, ich will dieses Land gar nicht verlassen. Hier ist Pizza sowas von geil in diesem Land, was ihr hoffentlich schon in den Kommentaren erraten. Wenn neu und nicht, dann warte bis zum Ende des Videos, da kriegt ihr es dann noch. Ey, es sieht hier aus wirklich wie bei Harry Potter. Und zurück in Deutschland und hier links unser 8. Pizza. Geil, das ist so ein richtiger Pizza, das ist in so einem Restaurant und nicht so einem Einkaufszentrum. Zurück in Deutschland, Leute. Das Menü hier ist so klein, so wenig Auswahl. Um genau zu sein, Leute, ich bin in Düsseldorf gelandet. Oh, ihr Schweine, ich habe für euch heiße Ware. 8 Pizza hat's erst gemerkt, da gibt es hier auch noch Pizzabrötchen. Und Pizzabrötchen sind der Hammer. Ich noch ein Dip dabei. Ich habe Pizzabrötchen mit Thunfisch genommen. Also die haben eine Thunfischfüllung. Das alles natürlich auch im Teig und mit Käse überbacken. Und das schön mit Knoblauch-Dip. Haben wir Sorgen, Leute? Ich will immer noch nicht vielleicht. Es geht langsam aus der Kontrolle, aber... Ein bisschen über 24 Stunden sind wir schon. Ich will euch die Uhrzeit auch nicht verraten, ihr Schweine. Ich will die 10 noch komplett voll machen. Boah, meine Haut, Alter. Ich fühle mich langsam auch richtig verfettet. Ich habe auch schon unser Pickel bekommen, die alle verstecken. Pizza ist auf jeden Fall echt lecker. Gerade, dass es so wenig in Deutschland gibt. Aber nach 8 Stück langsam. Boah, schwächlich auch schon. Der 9. ist aber nicht mehr weit entfernt. Wir sind jetzt in Dortmund gelandet und der nächste Pizza ist nicht weit entfernt. Das wäre dann der 9. Ach Leute, ich habe keine Kraft mehr langsam. Boah, der Pizza hat aber hier in Dortmund sieht auch richtig gut aus. Dann habe ich einen Typen beobachtet, der seine Pizza wirklich mit Messer und Gabel gegessen hat. Diese Menschen existieren wirklich. Oh, bitte sind die noch warm. Aber Leute, ich will den Käseeffekt haben. Ich habe mir nämlich Mozzarella-Sticks geholt. Bitte, 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 bitte. Ja. Der hier, der ist es, der ist es. Mit dem ist das möglich. Oh, ich habe zu lange gewartet, weil ich noch kurz rausfahren wollte. Mozzarella-Pizza geholt. Alles, also alles mit Käse, das können die bei Pizza Hut extrem gut, Mann. Ey, sind scheiße gut. 9 Pizza Hut haben wir geschafft. Ich hab keinen Bock mehr, ich bin so fertig, ne? Aber jetzt nicht glauben. Der nächste Pizza Hut, der 10. Den nehmen wir noch mit. Will ich bei diesem Pizza Hut, Leute, was ganz bestimmt. Bei meinem 10. Pizza Hut, Leute, will ich natürlich eine richtig fette, dicke, latschige, monstermäßige, mit Käse bedeckte Pizza haben. Weil das wäre jetzt wirklich der absolute Genuss zum Schluss. Und da ist es, Leute. Hier ist es, die Nummer 10 Pizza Hut. Ich hab sie, ihr Schweine. Ich bin echt fertig, Leute. So viel Auto gefahren, so viel hin und her gereicht. Pizza hat hier, Pizza hat da. Aber jetzt habe ich noch so einen absoluten Knaller für euch. Es hat irgendwie kein Pizza hat gefühlt, außer der hier. Und zwar eine Mac and Cheese Pizza. Oh, von Pizza hat, ich schwöre, die ist so kriminell. Ne, Mac and Cheese. Gefühlt, es ist dreifach Käse. Guck dir das mal an, wie. Ist doch kriminell. Das ist doch ehrlich gefährlich, was hier abgeht. So lecker. Wow, die hat noch keine Tomatensauce drin. Und diese Mac and Cheese Sauce. Oh, das ist so wunderbar sahnig geil. Was geil ist, für das Mac and Cheese siehst du diese kleinen Nudeln noch in drin. Oh, geil, wirklich. Entweder die oder die Salami-Pizza, das ist meine Lieblingspizza-Pizza hat, weil die auch wirklich einfach kriminell böse ist. Ich will auch gar nicht wissen, was für Kalorienwerte die hat, weil die wirklich so brutal ist, weil Nudeln sind wahnsinnig schlimm, plus noch der ganze Käse drauf.
Oh, ist die lecker, Alter. Ich werde mich noch so genehmigen. Auch nach 10 Pizzas kann ich sagen, Pizza hat schon wirklich was Spezielles. Vor allem die Pizzen haben einen Teig selten so gegessen. Der macht es so richtig bauch und süchtig. Aber es ist halt wirklich alles wahnsinnig fettig. Ich wollte unbedingt die 10 voll machen, deswegen habe ich das Video ein bisschen überzogen, weil es ist schon 20 Uhr. Das heißt, wir sind 8 Stunden über die 24 Stunden. Wir sind seit 32 Stunden nur am Pizzat essen. Haben 10 für Jahren geschafft. Ich bin fertig, Leute. Ich bin am Ende, Alter. Ich habe alles für euch gegeben. Muss jetzt noch 3 Stunden nach Hamburg zurückfahren. Ihr gebt mir die versprochenen 10.000 Likes, weil 10 für Jahren waren es, ja. Ich, Alter. Ich bin jetzt fertig. Komm, lass mich einfach in Ruhe. Aber ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und. Ach ja, die Auflösung. Wo war ich, Leute? Es war doch Aserbaidschan.